Yasmin Mohammed und Schüler der Paul-Löbe-Schule der 10. Klasse. Wir haben uns im letzten Jahr mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigt. Die Zeit von damals scheint so lange her zu sein und dennoch gibt es Menschen, die ihre persönlichen Geschehnisse und Erlebnisse mit uns teilen und darüber reden. Heute sind wir hier in der Wittenauer Straße am Hochbunker. Und heute führen wir ein Interview mit der Zeitzeugin Ruth Winkemann. Sie ist 92 Jahre alt und wir werden ihr jetzt ein paar Fragen stellen. Hier in diesem Bunker, 45, da habe ich ja erlebt, wie die Russen hier reinmarschiert sind. Und meine Mutter ist mir um den Hals gefallen und wir haben gesagt, wir haben es geschafft, wir haben überlebt. Nachdem wir gekennzeichnet waren, war die Polizei nicht mehr für uns da. Und wir haben völlig umdenken müssen. Das war schon sehr schwierig, als Menschen zweiter Klasse angesehen zu werden. Gab es auch positive Erfahrungen während dem Krieg? Im Krieg gab es sehr viele positive Erfahrungen. Mir ist zum Beispiel passiert, ich bin zur Arbeit gefahren mit der S-Bahn und bin Alexanderplatz von der S-Bahn in die U-Bahn umgestiegen und fasste in meine Manteltasche und auf einmal war ein Paket drin in meiner Manteltasche. Ich guckte nach, war es ein paar Stullen. Und was das heißt, ein paar belegte Brote geschenkt zu kriegen, wenn man gehungert hat, wenn man das letzte vielleicht vor 12 Stunden gegessen hat, das kann sich heute keiner vorstellen. Das ist eine Karte aus Auschwitz von meinem Vater. Der ist ja 1943 abgeholt worden. Er ist aber erst ermordet worden im Januar 1944. Das habe ich aber erst zu erfahren gekriegt, als ich selber in Auschwitz war und in der Registratur mir die Unterlagen angesehen habe. Also in der Gartenlaube sind wir versteckt worden, weil meine Mutter jemanden suchte, der uns eine Unterkunft gegeben hat. Und zwar waren wir in der großen Hamburger Straße schon zum Abtransport und durch einen Zufall sind wir dort wieder rausgekommen. Und danach hat meine Mutter gesagt, jetzt ist aus, jetzt müssen wir uns verstecken. Ich glaube, ich hätte mich mit anderen zusammengeschlossen und hätte mich gewehrt. Hatten Sie das Gefühl von Rache haben Sie es jetzt noch? Oder wie sind Sie damit auch umgegangen mit dem Gefühl? Also eins stand fest. Wehren konnte man sich als Kind da überhaupt nicht. Das war gar nicht drin. Ich habe auch keinen gehabt, mit dem ich mich hätte zusammenschließen können. Und da war viel zu große Angst. Außerdem war ich ja in einem Alter, ich war ja 1942, war ich ja 14 Jahre alt. Und da hat man gar nicht daran gedacht, dass man den Leuten gegenübertreten kann und sich da wehren kann. Und diejenigen, die sich gewehrt haben, sind ja auch erschossen worden, sind weggekommen. Also ich habe erst nach 2002 überhaupt das erste Mal über meine Geschichte gesprochen. Bis dahin habe ich ja überhaupt nichts erzählt. Ich konnte auch gar nichts erzählen. Wenn ich irgendwas von dieser Zeit erzählen wollte, dann habe ich einen Weinkrampf gekriegt und bin zusammengefallen. Ich habe zu Anfang 4 Seiten DIN A4 mit Handschrift geschrieben. Das waren meine ersten Seiten, mit denen ich das erste Mal zu einer Lesung gegangen bin. Und dann habe ich erst mal richtig angefangen, das auszuarbeiten. Und aus diesem Ganzen und meinem Gedächtnis sind dann nachher so viele Seiten geworden.